Herzlich willkommen zurück zu Professor Place. Herzlich willkommen zurück zu Professor Place. Dead Cells. Castlevania VIP Edition. Wir sind in den Ancient Sewers, die kein angenehmer Ort mehr sind. Da war ich ein Spürchen zu langsam. Nice, mit den Old Service Keys kriegt man dann irgendwo Items. YOLO, genau. Apropos YOLO. Ah, und ich fehle schon mal wieder. Okay, bitte. Ich lasse mich immer von diesen Elites reinbeten. Und sterbe gefühlt die ganze Zeit am Anfang einer Episode. Na, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Weil Hard Mode ist hart. Me gusta. Den Schlüssel könnte ich aber mitnehmen. Ich habe das inzwischen rausgefunden. Ja. Man muss den Shit machen. Und den Shit jeden Run wiederholen und das kostet immer eine halbe Minute. Einfach. Unfähig man sich anfangen kann. Können wir auch noch andere Gegner kriegen? Genau, diese Phantome crashen dann irgendwann in die Gegner rein und machen schon viel Schaden. Abhängig von ihren Lebenspunkten. War der Ninja? Ghost Ninja, you heard it here first. Oh. Wenn man sich sogar von einer Ratte wieder löst. Yes. Marginal besser, weil ich ja sehr gerne Projektile fresse.
Nein, kann ich's recyceln? Hahaha. Okay, geben wir's mal in den Rucksack. Ghost Gang! Lustig, in Toxic Sewers war ich das letzte Mal drin und jetzt zeigt es mir an, dass es eine Rare Location ist, wo ich mehr Loot kriege. Soll mir recht sein. Maximale Gewalt. Dodge dies. Stages kommen mir auch vage größer vor in dem Modus. Promenade der Verdammten. Ja, da geht es dann noch runter nach Castlevania. Da habe ich angefangen. Huiuiui. Granate, Granate, Granate. Ja, Firebomb. Noch irgendwas verpasst. Dafür haben wir den DLC nicht. Nein, haben wir ja alles ermordet. Erst ich krieg um drei Gegner die Tür nicht. Alter. Was hat man davon, wenn man nicht gut ist? Rockerpack. Ich weiß nicht, die Bank überzeugt mich nicht. Ich müsste Technik hätten noch das eine Reformding sie rausholen. Ghost Scorpion, der Metalband-Name, ihr habt es hier zuerst gehört. Hahaha, yes. Seht ihr, manchmal ist ein Elite-Gegner, ich schmeiß dich runter. Manchmal ist ein Elite-Gegner, haha, tot.
Wie müsste ich es werfen, dass es sich runter ausgeht? Gar nicht. Alles tot dort unten. Ach, das ist ein Geist davon, Alter. Hab nicht irritierend. Hab das Gefühl, er will eine von den Runen, die ich habe. Und das war knapp. Also wenn ich nach Dead Cells nicht signifikant besser in solchen Spielen bin, dann weiß ich es auch nicht. Ach, dann Amethysten übersehen, ja. Amethyst Power. Habla Mulch, Emperor's Mushrooms. Alle detoniert. Ich glaube, der Feuerwerkswurm ist tot. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück für die Truhe gehen? Nein. Dann rennen wir nämlich in einen Skorpion rein und verlieren den 60-Kill-Bonus. Gibt es hier keinen Time-Bonus aus irgendeinem Grund? Das ist noch besser als Flammen. Lightning Bolts sind einfach geil.
Pesa haben wir festgestellt, ist auch nicht schlecht. Er kann nicht alles haben. Firebrands lassen irgendwann mal schwer nach. Aber Lightning ist immer gut. Ich sollte mich auch mal entscheiden, was ich auflevel. Ist halt produktiv. Ja, mal das mit Blitzen. Genau, dann werden wir es nicht brauchen. So, jetzt sind wir ja nur noch eine Viertelstunde wieder dort, wo wir vorher angefangen haben. Minus Peitsche plus Sense und Lightning. Ah ja, das mit dem Kopf detachen ist doch übrigens die. Dass er gut angefangen ist, auch die Antwort auf die Frage, wie man ein paar von diesen ominösen Rätseln weiterkommt. Crusher ist halt auch geil gegen Bosse. Also bei manchen von den ominösen Rätseln müsste man dann glaube ich den Head detachen, um irgendwas zu machen. Sackelpicker-Pilz, die sind fürchterlich. Probieren wir es noch einmal. Viel besser, so. Das war jetzt unnötig, aber fragt's mich nicht, warum. Im Boden leben übrigens Tentakel, die wollen wir nicht haben. Dass wir überleben werden, weiß ich nicht. Ich auch wieder ein Research Lab. Ganz kleine Secret Zone, ja.
Wörth retten, geht gut. Ich meine, zellmäßig hat sich das sehr ausgezahlt. Das braucht man nicht. Jetzt beginnt es kritisch zu werden und ich würde gerne nicht 65 Cells verlieren. Nein, 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 Dodge, move, move, ah! Es darf es aber wirklich mal aus sein. Angst, pure Angst.
Ist alles für ein schlechteres, Alter. Alter. Nicht gesagt, haha. Was? That's not what we... Das ist schon ziemlich absurd hier, aber okay. Moment, da bin ich hergekommen, oder? Ist es dann auch mal gut hier, bitte? Also, Professor schleimt in der Wand. La 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 la. So. Ich stell dich nicht so deppert an, du Dings. Warum geht das denn nicht? Ist das... Ich glaube, das ist jetzt ziemlich der Stage-Ausgang und ich gehe nicht zurück. Jetzt bin ich schon zu unfähig hier zum Hüpfen. Ich gebe jetzt nettes Zeug.
Was sagt uns Explorers Instinkt, dass wir verpasst haben? Eine Gegner irgendwo im unsichtbaren Dings drin, okay, ja. Zwei Scrolls, aber wisst ihr was? Es ist mir einfach scheißegal. Na, 60 Cells, ein Blueprint, ein wichtiger Blueprint. Und vermutlich kein Health Refresh, um den Boss zu überleben, aber gut. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Ja, resetten. Alter, wir sind so im Arsch. Boss of Hard mit einem Health-Singsi. Oida! Ja, gut. Ja, good fight, good night, aber Leben braucht man auch noch irgendwo. Oi. Das ist hart. Eins. 5 Boss-Cells muss man, ohne einen Hit zu kriegen, durchkommen, oder? Holy shit. Naja, das schaut nicht besonders toll aus. Was auch immer es sei, mein Nervensystem braucht jetzt mal eine Pause. Oh, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn Professor wieder im Hardmode stirbt. Oi. Preferably 2 Minuten nach Beginn von einer Folge. Boah, bis bald.